Und? Warte, 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 Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie auf dem Original N64. Der absolute, unscharfe Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier dieses Secret. Das hatten wir ja aktiviert in... Aua! In Cleansers Cavern hatten wir das aktiviert mit den Augen hier auf der Statue. Und wir machen hier jetzt einfach mal eine Stampfattacke drauf. Hö, geht das nicht? Doch, das muss eigentlich gehen. Ja, wollte gerade sagen, ich habe zu weit auf der Kante die Stampfattacke gemacht. Ja, da haben wir das geheime Puzzleteil aus Cleansers Cavern. Das nehmen wir uns gleich mal mit. Nope. Jaha, und dann würde ich sagen, auf zum Sumpf. Denn wir haben ja jetzt schon den nächsten Level, den Sumpf, den haben wir jetzt schon eröffnet. Und da bewegen wir uns jetzt mal hin. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wo war das nochmal? Da unten war das, oder? Nee, hier oben. Hier oben war das. Auf, zum Sumpf. Zum, wie heißt er nochmal, der Sumpf? Da muss ich jetzt nochmal gucken. Wie hieß der Sumpf nochmal? Er hatte so einen komischen Namen, den ich mir aber nicht merken konnte. Früher auch schon nicht. Moment. Lass mich, du garstiger Gerstling. Das Witzige ist bei Banjo-Kazooie, wenn man eine neue Session startet, also wenn man die Konsole ausmacht und wieder anmacht, verliert man alle Extra-Leben, die man gesammelt hat. Und hat am Ende wieder nur noch 3, wenn man die Konsole wieder einschaltet. Das heißt, Extra-Leben sammeln war damals eigentlich nie so geil. Bubble Gloop Swamp, genau. So hieß das Ding. Oh nein, jetzt haben wir Grundhilda abgewürgt. Unglaublich. Und ich wünsche an der Stelle auch nochmal allen, die jetzt gerade im Livestream zuschauen, frohe Weihnachten. Heute Ausschau nach einem neuen Move. Du schlafmütziger Vogel. Also, wie gesagt, frohe Weihnachten nochmal an alle. Wenn ihr das Video guckt hier, ist Weihnachten allerdings schon vorbei. So viel kann ich schon mal sagen. Also, an alle, die jetzt im Livestream zugucken, heute ist der 2. Weihnachtsfeiertag. Fröhliche Weihnachten! Noch einmal. So, hier gibt's Stiefel, Gummistiefel, die hüpfen hier so um. Die müssen wir bei Bottles erlernen. Der muss uns das beibringen. Jetzt müssen wir erstmal seinen Maulhofshügel finden. Hier hinten ist er. Die Frösche, die wollen uns immer ans Leder. Ans Fell wollen sie uns. So, dann hören wir mal, was Bottles zu sagen hat. Das sind Gummistiefel. Das Hühnchen auf deinem Rücken kann sie anziehen und für eine kurze Zeit unbeschadet durch den Sumpf marschieren. Okay, Kazooie, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Wunderbar. Jetzt kennt ihr alle neuen Moves dieses Sumpfes. Nur ein Move? Unglaublich! Ich habe mir hier irgendwie mehr erhofft, aber die Gummistiefel, die sind auch nicht zu verachten. Die brauchen wir jetzt auch direkt. Ich weiß nicht, man kann hier, glaube ich, diese Krokodilstatuen mit einem Ei versorgen. Dann startete, glaube ich, ein Timer und dann musste man ganz schnell zur nächsten Statue. Und es wurde einem dann immer gezeigt, kurz vorher, wo die sind. Und dann konnte man dahin. So, und irgendwie, keine Ahnung, die sind dann immer aufgetaucht. Das weiß ich noch. Wo genau die auftauchen, weiß ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Hier haben wir einen Jinjo. Ich habe die in der ersten Folge, habe ich die als Ninjos bezeichnet. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Die heißen doch Jinjos und nicht Ninjos. Aber das kann man mal verwechseln. Warte mal, wir brauchen mal die Gummistiefel. Ich will die mal kurz demonstrieren. Das geht natürlich nach Zeit hier, wie man die anhat. Man hat die nicht für unendlich an. Das ist so ein bisschen wie die Unverwundbarkeit. Die hat man nur eine begrenzte Zeit. Irgendwann fängt es dann an zu ticken. Und manche Aufgaben kann man auch nur mit den Gummistiefeln machen. Oh. Genau, aber die tauchen an der Stelle immer wieder auf. Da hat man eigentlich dann kein Problem. Aha. Unverwundbarkeitsfeder. Im Baumstumpf. Eier. Jawohl. Wir haben Eier. So, dann gehen wir mal hier rauf. Hier ist ein Schalter für Puzzleteile.
Jetzt muss ich mal gucken, da taucht irgendwo eins auf und da musste man da ganz schnell hin. Oh nein, ich hasste diese Stelle immer. Ich hasste das. Da läuft jetzt nämlich ein Timer und da muss ich jetzt ganz schnell hier oben rüber. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das noch hin. Das habe ich früher ganz oft machen müssen, weil ich da immer verkackt habe. Oh ja, da habe ich verkackt. Ah, Piranhas. Okay, das kann ich jetzt schon vergessen. Das kann ich jetzt direkt schon vergessen. Huch, was ist das? Igitt, ein haariger Eindringling. Er will an unser Gold. Er wird uns nie besiegen. Quark. Was? Das ist doch Quark. Aua. Oh Gott, ah. Sie sind unbesiegbar. Ich habe sie getötet, den einen. Nee, ja, wir nehmen ihn mal. Nein! Ich sehe doch nicht, wo die Frösche kommen. Bevor mein Gold in eurer Gewalt. Ah, ist die kleine Tutti alt. Ich dachte schon kalt. Was für ein Chaos, was für ein Chaos. Was für ein Chaos. Was für ein absolutes Chaos. Ah, nein. Was ist überhaupt? Nein. Nein. Ah, was, komm mal mehr. Oh, nein! Ah, nein! Puh! Wo ist der Letzte? Da ist der Letzte! Ich krieg dich! Krieg dich! Ich krieg dich! Ja! Quark! Ihr seid zu stark! Für uns Flibbits! Nehmt unser Gold, Quark! Ja! Ein Teilchen. Ein Puzzleteilchen. Und volle Energie. Nicht schlecht. Und danke an der Stelle an Special Annie, die 100 Cheers fürs Charity Event dagelassen hat. Dankeschön. Hui. Oh, hui. Gehen wir mal hier hoch. Das Krokodil, das kann man öffnen irgendwie, auch wenn das komisch klingt. Da konnte man irgendwie dann noch rein. Irgendwie, ich glaube. Ja, stimmt, da musste man sich selbst in ein Krokodil verwandeln. Dann gab es da drin ein Minispiel mit Babykrokodilen. Ich erinnere mich. Gott, ist es lange her. Da oben sind auch Gummistiefel. Damit kann man da hinten in die Ecke, glaube ich. Und hier oben gibt es ein Labyrinth. An dessen Ende gab es, glaube ich, auch ein Puzzleteil. Oh Gott, das war knapp. Du hässliche Mücke, du. Genau, hier musste man mit Gummistiefeln durch. Da konnte man als Krokodil rein, wenn man sich verwandelt hat. Mambo gibt es hier halt auch. Mambo Jumbo. Gehen wir mal hier durchs Labyrinth durch. Schön nochmal die Noten mitnehmen. Na, ah, nein. Die Note. Auch noch die Note. Oh, oh, die Zeit läuft. Ich glaube, das ist ziemlich knapp kalkuliert hier an der Stelle. Oh, nein. Ui, das war knapp. Oh, ich stand schon drin im Sumpf, glaube ich. Das war schon ultra knapp gerade. So, hier einmal rum. Hier einmal rum. Und hier einmal rum. Und dahin. Und oh, Note mitnehmen. Hui! Oh, Jesus. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Wie war denn das hier an der Stelle nochmal? Wo kam das Puzzleteil denn dann? Oh nein, ich weiß, was das war. Da musste man so schnell rüberlaufen. In 10 Sekunden, genau. Das ist auch fies gewesen. Mega fies war das. Dieser Bär ist nicht nur zahm. Leider ist er auch noch lahm. Was, er ist lahm? Er ist Philipp? Okay, ich versuch's nochmal. Und los. Also ich hab's ja gerade gar nicht wirklich versucht. Scheiße, ich wusste es. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Im Piranha-Sumpf bin ich. Aha. Aua, aua, aua. Nein, 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 nein. Wah, wah, wah. Also das waren die Stellen. Nein, jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Das waren die Stellen, die ich immer gehasst habe in dem Spiel. Die habe ich immer so gehasst. Unverwundbarkeitsfehl. Nein, Moment. So. Oh mein Gott. Okay, können wir da rüberfliegen? Ich hoffe es doch. Oh, oh, oh,
Ha! Ja! So, jetzt muss ich mal irgendwie schauen, dass ich mal wieder Energie kriege. Wir sind nämlich ganz schön am Schlauchen hier gerade. Das ist nicht gut. Also, ich glaube, wenn man da jetzt noch weitergehen würde, kommt man dann zu Mambo. Ich glaube, Mambos Schädel ist hier hinten. Mambos Hütte. Genau, da ist Mumbos Hütte. Und wir müssten da irgendwie versuchen, hinzukommen mit den Gummistiefeln. Los geht's. Weil ich glaube, als Krokodil könnten wir zumindest schon mal das Minispiel versuchen. Ah, jetzt habe ich die Honigwaben nicht mitgenommen. Auch wieder schlau. Ich bin ja noch nicht full life wieder. Ja, man kann das auch schaffen. Also das ist wirklich ganz knapp abkalkuliert hier mit der Zeit, die man zur Verfügung hat, um hier durchzukommen. Aber ihr merkt schon, die Schwierigkeitsstufe zieht jetzt langsam an, ne? Also ab jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Ist jetzt nicht mehr so ein Selbstläufer hier mit von wegen mal easy einfach durchlaufen und ein paar Puzzleteile mitnehmen oder so. Jetzt muss man schon Geschicklichkeit an den Tag legen auf jeden Fall. Jetzt kann man hier nicht einfach so da erwarten, dass das von alleine geht. Da muss man sich schon ganz schön konzentrieren. Was haben wir hier? Da sind wieder Gummistiefel in der Ecke. Ah! Den habe ich jetzt nicht gesehen. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier, da sind Unverwundbarkeitsfedern. Die nehmen wir mal. So, hier in der Ecke ist bestimmt auch noch was. Nö. Hinter Mumbos Schädel war, glaube ich, ein Mumbo-Schädel. Ekambokam. Wie ich mir das gedacht habe. So. Im Auge war aber nichts jetzt, oder? Nö. Das ist ja merkwürdig. Oben und unten ist invertiert beim Umgucken in der Ego-Perspektive, also beim Stick. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, 10 Schädel brauche ich, um mich in ein Krokodil zu verwandeln. Ich werde jetzt aber mal gerade gucken. Ekambokam. Mumbo hat nämlich hinter seinem Thron, hat er nämlich einen Schädel versteckt. Und den klaue ich ihm dann einfach mal. Ist auch geil, ich klaue ihm seinen eigenen Schädel, den er in seiner Hütte hat, und nehme ihn für mich selbst, nur um ihn dann wiederzugeben. Ist auch geil. Ah, da ist, ihr seht, was da in der Mitte ist. Moment, ich zeig das nochmal. Eine Wabe. Nein, daneben, scheiße. Das war nicht so einfach. Die muss man, da muss man durch die Mitte fliegen quasi. Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Nein. Ich brauch doch die Wabe. Die brauchen wir doch. Für unsere Energieleiste. Nein! Die Framerate bricht aber da auch ganz kurz so hässlich ein immer. Das war früher aber auch schon so. Das ist alles normal. Wenn die Framerate einbricht, das ist normal. Das war damals auch schon so. Ja, so, genau. Guck mal. Oh, wir haben schon wieder die Hälfte von der nächsten Wabe. So, dann Mumbo. Mach einen Zauber lang! Ugalaga! Ja! Hey. Du, warte. Ich brauche eine neue Handtasche. Mumbo, nur mach einen kleinen Spaß. Ich sehe so gut aus als Krokodil. Ah, nein, das ist die Mann. Schnell raus und in das große Krokodil. Als kleines Krokodil gehe ich in das große Krokodil. Und hinein! Woo. 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 Hey. Woo. Hui. So. Rein in die Nase. In die Nase gucken. Hier drüben sind noch Noten, das weiß ich. Da, genau. Und da ist ein Mumbo-Schädel. Ein Mumbo-Schädel. Ekambokam. So, dann. Was gab's hier noch? Ach ja. Kann ich das überhaupt machen? Das geht, glaube ich, gar nicht. Da brauche ich, glaube ich, die Stiefel da hinten. Die habe ich ja noch nicht freigespielt. Scheiße. Das kann ich nicht machen. Aber ich probiere es trotzdem mal. Vielleicht kann ich ja schon ein Puzzleteil bekommen. Hallo, ich bin Mr. Wir.
das coolste Krokodil aller Zeiten. Spiele mein Spiel und gewinne einen Preis. Drücke A, um zu spielen, oder B, wenn du die Hosen voll hast. Natürlich A. Das Spiel ist einfach. Futtere mehr rote Jamblies als ich. Fertig? 3, 2, 1. Los! Jamblies, rote Jamblies. Oh, nom nom nom. Wie muss ich denn nochmal essen? Ach so, mit B. Ja, toll, dass er mir sagt, wie ich esse. Das muss man mir doch erklären, wie ich esse. Man muss ihm versuchen, das auch so ein bisschen wegzuessen. Glaube ich. Wenn man ihm das wegäxt, bevor er das äxen kann, dann klappt das. Wenn nicht, dann geht das schief. Und man muss auch mal ein bisschen Glück haben, dass man an der Stelle ist, wo die Jamblies rauskommen. Oh, er hat einen ganz schönen Vorsprung. Balalapapala. Deswegen ist das nämlich mit den Turnschuhen. Die machen einen nämlich schneller. Deswegen funktioniert das dann nämlich besser. Ich muss anfangen, ihm das wegzufuttern. Ah! Oh nein, ich bin ein Jambli hinterher. Nein, nein! Ja! Ja, 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 da hinten! Nein, das war falsch! Nein, das war richtig! Das war gut! Komm, noch ein Jambli! Ein Jambli noch! Ah, meiner! Ja! Ah, nein! Oh! Oh, das war knapp! Grrr, du hast gewonnen. Jetzt liegen wir einen Zahn zu. Futtere die roten Jamblies und meide die gelben Jamblies. Nee, Grumblies. Fertig? 3, 2, 1, los. Was? Moment. Ich muss rot essen? Ey, das ist rot, das ist meins. 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 Nein, wie er schon wusste, dass der verschwindet, der eine. Der hat sich schon umgedreht in die andere Richtung, der kleine Schweinepriester. Wo sind die Jamblies? Jamblies! Jamblies! Da! Jambli, da hinten. Wo sind sie, 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 da! Meins! Meins! Da! Ja! Da! Ja! Und? Ja! Wie ich Essen noch drauf hab! Anfängerglück! Jetzt gehen wir in die letzte Runde! Schnappe dir nur, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Fertig? 3, 2, 1, los. Na, aber, Moment. So. Und da. Und wo sind sie denn? Da. Wo sind sie? Okay, die anderen. Die gelben. Nein! Ah, nicht ihn. Nicht ihn. Ihn! Da! Nein, jetzt die anderen! Da, die da! Wie er schneller ist! Wie er einfach schneller ist! Wo ist der Jardin? Hatte du die? Nein, nicht Jardin! Ah, scheiße, jetzt bin ich schlecht! Nein, ich muss ihm das wegessen! Er ist zu schnell! Er ist zu schnell am Essen! Die anderen, die anderen! Nein, 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 das ist meins! Meine! Da hinten! Nein! Er wusste schon, dass die weg sind. Der hat das schon gewusst. Meins? 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 Oh, shit. Das wird knapp. Oh Gott, oh nein, das ist Gleichstand. Was? Das ist Gleichstand. Das ist ausgeglichen. Der wunderbare Mr. Wheel hat gewonnen. Nein, hat er nicht. Jetzt geht es dir an den Kragen, Kleiner. Nein, 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 du hast nicht gewonnen. Du Schweinehund. Du hast nicht gewonnen. Ich war Gleichstand am Ende und ich hätte es sogar fast geschafft. Schnell raus. Ich glaube, da braucht man wirklich die Turnschuhe. Das ist besser. Da müssen wir nochmal herkommen, wenn wir die Turnschuhe haben. Aber ich hätte es fast geschafft, ey. Ich hätte es fast geschafft. Es war so knapp. Das war so knapp gewesen, ey. So knapp. Ich hätte nur noch diesen einen gelben Sack essen müssen. Dann hätte ich es geschafft. Aber sowas von. Aber jetzt will ich mal gerade kurz gucken, ob ich hier mit dem Krokodil, hoppla, ob ich da noch an andere Stellen komme, wo ich vielleicht auch noch Puzzleteile kriege. Aber ich muss dringend mal hier so eine Wabe kaputt machen.
Warte mal, das müssen wir mal hier oben machen. Hier war doch so eine Wabe. Ich muss dringend mal Honig essen. Guckt euch mal an, wie meine Energieleiste aussieht. Die sieht gar nicht gut aus. Aha. Was hast du genommen, Spielbär? Das will ich auch haben. Ich habe gute Laune genommen. Habe ich mir injiziert, habe ich sie mir. Hui. So. Jetzt muss ich gucken. Ich meine, hier gab es auch irgendwo ein Puzzleteil irgendwo im Wasser. Das ist aber schon so lange her. Ich kann auch jetzt Bullshit erzählen. Ich weiß es nicht mehr genau. Da sind auf jeden Fall Noten, genau. Die können wir mal als Krokodil einsammeln. Das ist schon mal gut. Weil sonst müssen wir nämlich hier mit den Stiefeln hinlaufen. Das ist irgendwie doof. Weil die sind ja, wie gesagt, zeitlich begrenzt. Die sind ja begrenzt. Das wollen wir ja nicht. Was ist hier? Ah! Ah! So, da haben wir schon mal volle Energie. Klettern kann ich als Krokodil leider nicht. Da habe ich die Arme nicht für. Ist schon irgendwie doof. Hat auch Nachteile, ein Krokodil zu sein, definitiv. Ich finde das so witzig, wie dieser Rucksack nur oben rausguckt aus dem Wasser. Das sieht so witzig aus. So, jetzt muss ich schauen. Wir brauchen auch noch Noten. Ich sammle jetzt mal alles ein, was es hier so gibt. So an Zeug, was im Wasser ist, damit wir nicht ständig diese blöden Gummistiefel benutzen müssen. Hier zum Beispiel sowas. Das können wir mal direkt mitnehmen. Dann, hier hinten gibt es auch noch... Ist schon wieder Frösche, ey. Geht weg, ihr Hässlichkeiten. Ach, das Ei. Das ist auch witzig. Müssen wir gleich mal gucken. Ich muss mich nochmal zurückverwandeln. Das können wir alles nur als Banjo-Kazooie machen und nicht als Krokodil. Ah, das war so knapp bei dem Krokodil, ey. Das war so knapp gewesen. So um eine halbe Sekunde hätte es noch länger laufen müssen. Hätte ich noch das eine Ding da gefressen. Dann hätte ich es noch geschafft. Verdammt. Schade. Schade, schade. Oh Gott, wie viele Ecken gibt es denn hier nochmal? Das ist so weitläufig, dieser Level, ne? Die Schildkröte, die war auch cool. Das können wir aber auch nur als Banjo machen mit der Schildkröte. Jetzt hole ich mir erstmal die Noten. Ich hole mir jetzt alle Noten. Alle, die ich hier so finden kann. Und da ist ein Jinjo. Nice. Ein Jinjo. Da ist eine hässliche Mücke. Warum auch immer die da in der Ecke rumschwimmt. Rumfliegt, rumschwimmt. Mann. Natürlich schwimmen Mücken. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Genau, hierhin. Noten. Und da unter diesen Pfählen sind nämlich auch Noten und Jinjos. Deswegen ist das geiler, wenn man das als Krokodil macht. Es ist also nicht sinnlos gewesen, dass ich mich verwandelt habe, obwohl wir die Turnschuhe noch nicht haben. Moment. Habe ich alle? Mumbo-Schädel sind hier auch. Ikabukam. Ikabukam. Gebt mir die Federn, aber wir haben ja eh schon maximal, die brauchen wir gar nicht. Und nu? Jinjo. Gut, da haben wir ja schon fast alle. Fehlen nur noch zwei. Und ich schätze mal, die letzten zwei sind nicht in der Reichweite des Krokodils. Da müssen wir durchaus vorher uns nochmal zurückverwandeln. Dann sind wir auch wieder ein bisschen schneller unterwegs, weil das Krokodil ist recht langsam. Jetzt muss ich mal gucken, wo war jetzt nochmal? War es hier drüben? Ja, hier. Dann müssen wir jetzt nochmal zum Mumbo laufen. Clevererweise hat man ja für das Krokodil eine kleine Abkürzung ins Labyrinth eingebaut, damit man da jetzt nicht nochmal durchs Labyrinth laufen muss. Man muss nur durchs Labyrinth laufen, wenn man sich verwandeln lassen will, aber nicht, wenn man sich zurückverwandeln lassen will. Das ist ziemlich praktisch. Da kann man auch die Gummistiefel links liegen lassen. Cool. Rein da. So. Mumbo, mach den Zauber lang. Jawohl. Bam! Da bin ich wieder zurückverwandelt. Das Blöde ist, jetzt muss ich durch den
durch den Irrgarten wieder zurück. Aber wir können ja nochmal versuchen, das eine Puzzleteil mitzunehmen. Ich weiß, es ist aussichtslos, aber wir probieren es einfach mal. Wenn wir eh schon hier sind. Jetzt macht es gleich schon wieder Tick-Tack. Oder? Nö. Doch, jetzt. Okay. Wir stellen uns auf die vorderste Kante. Ganz vorne drauf. Dann aktivieren wir das Ding. Und wir haben 10 Sekunden, um auf die andere Seite zu kommen, ohne abzustürzen. Das kann ja was werden, ey. Scheiße. Oh, shit. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh ja! Wuhu! Mit ein bisschen Übung kriegt man das alles wieder hin. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Mit ein bisschen Einfühlungsvermögen geht das alles. Und mit Einfühlungsvermögen endet an der Stelle auch wieder diese Folge Banjo-Kazooie. Ich ziehe mir jetzt hier die Stiefel des Gummis an und laufe zurück durchs Labyrinth. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal. Wenn ihr das noch nicht getan haben solltet, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Banjo-Kazooie auf dem Original N64. Bis dann, ciao, ciao.